Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Flucht aus der Schuldenfalle. Senator Egidio. Egidio? Droche? Droche. Auf den Kapitol besuchen, um den Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Volle Synchronisation gibt es bei der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Klingt machbar. Aber mal gucken, wie das jetzt ist. Auf. Wir müssen raus hier. Aus diesem Puff hier stinkt's. Nach Drogen und Sex. So, na gut. Wir gehen mal raus. Hallo? Wir müssen zu einem Gebiet, da wo es grün ist. Die Minimap rechts neben mir zeigt es an. Da möchten wir irgendwo hin. Ich laufe einfach mal so frei, wie ich bin. Zum Zielgebiet. Und wir dürfen nicht entdeckt werden dann gleich. Ist das hier schon schlecht, wenn ich hier jetzt irgendwie entdeckt werde? Das fängt erst da an, glaube ich. Gibt es ein Asyl für Schwachköpfe wie den? Gibt es ein Asyl für Schwachköpfe wie den, hat er gerade gesagt. What? Die sind ja freundlich. Oh, verdammt, ist das weit weg. Aber wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Hier irgendwo. Welche Treppe nehmen wir jetzt? Nehmen wir die hier? Wir dürfen nicht entdeckt werden. So, wo ist dieser Senator? Senator Palpatine. Ah, nee. War ja wieder was anderes. Hallo? Salute, come state? Ja, gleichfalls. Oh, die hat einen Regenschirm fallen lassen. Da, vorne. Willst du nicht deinen Regenschirm aufheben? Madame? Sie haben Regenschirm verloren. Wollen Sie die Regenschirm aufheben? Habt ihr gehört, dass Egidio sogar das Sühnegeld abschaffen will? Bitte, jeder Bürger, der sich vom Gesetz belästigt, ich glaube, ich mache mal hier meinen Adlerblick. Einmal rumkreisen. Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig. Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein. Wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Ja. Könnt ihr die da auch kalt machen? Oder muss ich jetzt neue schicken? Der Egidio Troche, der stirbt sonst. Also, was wie jetzt? Bei der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Die Wachen besiegen und Senator retten. Die Verfolgung des Senators. Also eigentlich bräuchten wir jetzt wahrscheinlich gar nicht jetzt hier so ein bisschen zurückhaltend sein. Ich gehe mal mit der Armbrust ran. Moment. Ups. Und du auch noch? Ne, ihr seid schon alle tot. Sehr gut. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Troche. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid... Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Anschließend. Ja, also Ezio hätte ich auch gerne kennengelernt. Mit der Einstellung. Und der Ezio, oder wie er heißt. Beschützen müssen. Die Wachen sind was, nicht wenn sie eine Gefahr vermuten, lassen sie Ezio einen sicheren Ort und kundschaften sie die Gegend aus. Aha. Aha. Wir können den Kunden hier, können wir jetzt sagen, hier bitte anhalten. Drücken, um Ezio den Befehl anhalten zu geben. Ich drücke jetzt mal. Eine Minute bitte. Ach. Gut, hier lang. Ah, vor kurzem okay. Erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes, ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Pläne für die Romagna. Ich schrieb eine Warnung an den Botschafter von Venezia, doch einer der Briefe wurde abgefangen. Lasst mich gehen!
denn jetzt? Bei der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Warum greifen die uns an? Der Senator wird angegriffen. Ey Leute, ihr kommt her und greift uns an. Ihr wisst schon, dass das nicht in Ordnung ist. Hä? Es verändert einen. Naja, jetzt habt ihr blutendes Gesicht, ne? Tut halt doch ein bisschen weh, ne? Oh, ihr seid gut. War es das Parfum in meinem Kragen? Etwas in der Art. Ich plündere jetzt erstmal ein Weilchen. Ich weiß noch nicht immer, wann die Verfolgung des Senators stattfindet. Der verfolgt mich doch jetzt. Bei der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Vielleicht kommt das noch. Wir weichen mal ein bisschen hier die Wachen aus. Die sind irgendwie äußerst aggressiv, wenn sie dich hier sehen. Die Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden. Wie unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen werde? Nö. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. So, Checkpoint haben wir. Laura Bockener wurde zum Rang... Achso, ja, okay. Das sind wieder nur die Rangstatus Mitteilung. Schön, wenn die so ein bisschen stärker werden. Aber ich muss hier gerade eine verfluchte Mission machen. Ja, na komm mal mit hier. Ja, jetzt geht's schon wieder los, ne? So viele Dinge habe ich auch nicht mehr. Ja. Wenn du ein bisschen schneller wärst, könnt ihr auch meine Pfeile einsparen. So. Wurfmesser sind voll. Ich möchte aber ein paar Armbrustbolzen. Scheiße, ich verschwinde hier. Ja, ich werde es jetzt auch machen mit den. Mama mia, so eine Schande. Boah, ja, cool. Sackgasse. Oh, was ist denn hier los? Ey. Du, ihr wisst schon, dass das unnormal ist, ja? Ha? Ja. Hui, tun wir es. Der Senator wird angegriffen. Meistens steht es erst, wenn die ja alle tot sind. Der Senator wird angegriffen. Falls du das noch nicht mitgekriegt hast. So, Wurfmesser sind immer noch voll. Aber eine Armbrustbolze, glaube ich, hat man hier. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier lang irgendwo, ne? Hallo? Hier runter. Kannst du springen, mein Freund? Kannst du springen? Dann bitte. Springen? Nein. Ja, er läuft. Aber ja, bisher mussten wir noch nicht verfolgen, ne? Vielleicht kommt's jetzt. Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Die Qualität unserer Nähte ist legendär. Hier wisst ihr, dass wir das Beste bekommen. Wir können nicht anhalten. Und dann steht da, wenn Sie anhalten möchten, drücken Sie diese Taste. Auch geil. Ich gönn das meinen Assassinen, das kleine Futterchen. Ah. Vielen Dank, meine Freunde. Der Nacht. Ich muss halt nur mal ein bisschen eher drücken. Damit die eigentlich nicht zum Angriff kommen. Oh, die kommen manchmal und legen auf einmal los hier. Man denkt sich nichts Böses. Man will einfach nur in Frieden leben. Aber ich sehe schon ein bisschen hier die Minimap wieder. Ja, wir müssen hier runter. Ich möchte dich nicht allein lassen. Oh, hier. Okay. Dachte mir schon, dass ihr kommt. Komm, töte ihn. Töte ihn. Assassino. Shitty. Ich muss noch eine Gruppe holen. Ich mach mit. Tada. Fatsch. Tada.
Oh, das war irgendwie nicht angewählt. Bleib stehen! Hier lang. Tod! Tod und Verderben, meine Freunde. Tod und Verderben. Ich guck nochmal, was der hat. Der hat ein paar Sachen. Bedient euch an den bösen Buben. Sag mal, was ist denn hier los? Habe ich dir nicht gezeigt, dass man mit einer Attentatsklinge den kalt machen muss? Ja. Du hast begriffen. Du hast begriffen. Du hast in meinen Unterricht aufgepasst. Gustav leider nicht. Oh nein, nicht schon wieder. Was nehmen wir denn wieder? Oh, na komm jetzt. Und jetzt los hier. Jetzt kommt der Final Countdown hier. The Final Countdown. Oh ja, schon wieder alles tot. Ja, sorry. Jetzt darf keine Zivilisten töten, ja. Ich kann doch nicht die Flugbahn der Messer, der Wurfmesser hier irgendwie noch beeinflussen. Oh, scheiße, ein Zivilist. Die müssen doch auch ausweichen, wenn sie die Fliegen sehen. Oh mein Gott, da kommt ein Wurfmesser. Es ist ja normal, dass sie auch mal Wurfmesser geschossen haben. So, jetzt sind wir hier. Schauen wir mal. Hallo? Bleib dran. Verdammte Briefe. Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Ja, Flucht aus der Schuldenfalle. Bei der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Bei der Verfolgung des Senators? Bei welcher Verfolgung? Wann? Warte. Also, sorry. Es tut mir leid. Ich habe nicht mitbekommen, wann hier eine Verfolgung war. Hä? Der hat doch uns verfolgt und dann... Also, wir haben den erst gerettet und dann hat er uns verfolgt. Ich dachte, ich muss jemanden verfolgen. Und das war ja der Senator, glaube ich, ne? Mein Gott. Das ist alles hier in Rätseln.